In den letzten Tagen habe ich öfter mal ein Bild zugeschickt bekommen, wo man, naja, Serena in Alola-Kleidung sehen kann und wie sie auch auf der Alola-Region zu sehen ist. Das war wohl ein kleiner Zeitungsartikel von irgendeiner Zeitschrift und ja, dieses Bild ist meiner Meinung nach ganz klar fake. Denn das ist einfach eine Zeichnung von ihr in Alola-Form, was, also in Alola-Kleidung, die es auch schon vor Monaten online gab. Das jetzt nur ganz kurz zum Anfang. Ja, das sind Fake-Bilder, das ist nicht real. Einfach nur, weil ich das gerade halt in letzter Zeit sehr oft zugeschickt bekommen habe. Jetzt kommen wir mal zum Thema, warum ich jetzt vielleicht sogar glaube, dass Serena, naja, nach Alola kommt und warum ich teilweise nicht glaube, dass sie nach Alola kommt. Gründe, die dafür sprechen würden, sind natürlich, naja, der Erfolg von, beziehungsweise der Hype um Serena, denn, naja, Serena ist schon eine der Charakter, die schon mit am meisten gehypt worden sind in XY und glaube auch, dass Mädel mit der größten Fanbase der ganzen Pokémon-Community. Deswegen würde das darum, naja, schon Sinn machen, sie nach Alola zu schicken und dort in den Anime mit reinzusetzen. Das würde den ganzen Anime nochmal ein bisschen pushen. Jedoch, was ich jetzt noch finde, ist, dass sie eigentlich irgendwie nicht richtig reinpasst in dieses ganze Schema von Alola. Alola ist ja, naja, schulisch aufgebaut, zumindest jetzt in dem ersten Segment. Ich habe auch ja schon 2 Folgen jetzt geschaut und ich muss sagen, ich konnte mir das einfach nicht weiter geben. Erstens fuckt mich die deutsche Stimme von Ash ab. Ich muss mir auf jeden Fall auf einer anderen, naja, Sprache weiter anschauen. Und zweitens der Zeichenstil und alles. Es wirkt halt sehr, sehr kindlich und ich glaube, dass es auch deswegen schon irgendwie schwierig wäre, naja, Serena da irgendwie mit einzubauen. Und vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass Serena gar nicht mit in der Anime-Staffel vorhanden ist, weil irgendwie würde es vielleicht auch Serena nicht so, naja, gut aussehen lassen, wie zum Beispiel in X und Y, weil Ash sieht ja in der Staffel auch, ja, okay, Ash sah noch nie richtig gut aus in irgendwelchen Pokémon-Acting-Sachen, aber wie er hier actet, das ist einfach, das sieht einfach komisch aus. Sehr skurril, sehr kindisch, sehr, sehr komisch. Wie ich auch schon mal vorher gesagt habe, ist, naja, Ash in den letzten paar Staffeln halt immer älter und erwachsener vom geistigen Sinne her geworden und das ist irgendwie hier ganz komisch. Und wenn das dann noch mit Serena passiert, das wäre, glaube ich, auch nicht so cool. Deswegen würde ich schon fast meinen, dass es cool ist, dass sie jetzt vielleicht doch nicht dabei ist. Aber es kann natürlich sein, dass sie trotzdem noch irgendwann nach Alola kommt in den nächsten paar Staffeln oder so. Ich weiß ja nicht, wie die das hier weiterführen wollen. Aber ich schätze mal, dass es im ersten Segment, das wahrscheinlich so ein Schulsegment sein wird, halt einfach keine Serena geben wird. Naja, Leute, was glaubt ihr? Glaubt ihr, Serena kommt irgendwann nach Alola? Wenn ja, wie stellt ihr das so euch so vor, wie das so ankommen wird, wie, was da so abgehen wird? Weil ich könnte mir das echt schon ein bisschen komisch vorstellen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gerne hättet, dass Serena nach Alola kommt. Oder, naja, ob ihr das vielleicht auch teilweise gut findet, dass sie nicht dabei ist, so wie ich das gerade eben auch euch versucht habe zu erklären. Schreibt sie gesagt gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, euer Solo.